In diesem kleinen Tutorial werden wir uns der Lösung widmen, die auftaucht oder unter Umständen auftauchen kann, wenn Sie DIN A4 Rechnungen, Lieferscheine, Angebote oder Barverkäufe natürlich ausdrucken. Und zwar im DIN A4, also im Report, also im Ausdruck, haben Sie ganz unten Ihre Auflistung, Ihre Kontenangabe, die Sie jetzt hier so ganz, ganz leicht gestrichelt sehen. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, das heißt, wenn die Kontenangaben, die Sie hinterlegt haben in den Systemeinstellungen, unter Texte, Kontenangaben, nicht richtig ausgedruckt werden, hängt das mit den Einstellungen Ihres Druckers zusammen. Die Lösung ist total simpel und geht genauso schnell, wie ich sie Ihnen jetzt zeige. Sie gehen oben in der Menüleiste auf Fragezeichen, Reporte, Ausdrucke. Dort wählen Sie A4, Rechnungen, Lieferscheine, Angebot. Nun haben Sie den Report Designer vor sich. Sie rollen hier ganz, ganz nach unten, bis Sie zum Page Footer kommen. Da klicke ich jetzt mal drauf, der wird jetzt dunkel, vielleicht sehen Sie es. Und hier haben wir ein Feld, das sich Bank Memo nennt. In diesem Platzhalter sind alle Bankinformationen, die Sie hinterlegt haben, drin und werden auch ausgedruckt. Unser Problem ist jetzt, dass dieser Bereich von Page Footer bis zum Group Footer etwas zu klein ist. Da können Sie sich behelfen, Rechtsklick drauf auf den Page Footer und sagen Properties und können nun in der Höhe in der Karteikarte General, also generell, sagen, wie hoch das Ganze werden soll. Wir sagen jetzt einfach mal 4 cm. Nun ist der Platzbereich hier größer. Wenn wir das Ganze abspeichern, ja, wir wollen es speichern und schauen uns es erneut in der Vorschau an, haben wir nun hier unsere Bankinformationen, die wir hinterlegt haben und die werden auch jetzt nun richtig dargestellt. Ja, das ist schon die Lösung des Problems. Sie können an dieser Stelle vielleicht noch zu erwähnen, Fragezeichen, Reporte, Ausdrucke. Ups, das wollte ich doch gar nicht. Ja, jetzt habe ich 3 Sachen gleichzeitig angeklickt. Okay, Sie können natürlich auch den Page Footer, die Höhe des Page Footers anpassen, indem Sie auf den Page Footer klicken, linke Maustaste drücken und halten und nun die Maus einfach bewegen und an der gewünschten Stelle auslassen. Einfach hier mal testen, einfach diesen Page Footer Bereich größer machen und schon wird alles richtig ausgedruckt.